Dann nehme ich den erstmal. So, komm, go, go. Eins, zwei. Und jetzt glaube ich, genau, wird es direkt reichen. Oh, danke schön, danke schön, danke schön. Mit zweimal kaputt machen. Und der nächste. Okay, ich muss ein bisschen gucken. Abhauen. So, weil ich habe nämlich gerade den Cooldown noch nicht weg gehabt. Oh, der hat mir zwei Mana-Tränke gegeben. Der war viel Loot. Wahnsinn. So, weiter. Da ist der nächste Eber. Und ich bin komplett gecooldowned. Kann ich also sofort weitermachen. Und drei. Zack. Level 14, noch 6 Level. Dann brauchen wir hier nicht mehr einfach so rumrennen. Das ist doch geil, oder? Boah, hier sind wir ja richtig in der Eberhöhle gefangen. So, bisschen warten kurz. Und los geht's. Zack. Was ist das? Bewegungsschwinglichkeit verringert für den Joker. So, noch zwei. Du bist Nummer 11. Und go, go. Komm. Eins, zwei, drei. Boah, die haben richtig, die haben nicht nur ein Loot. Oh, guck mal, die Schildis, die sind jetzt nur noch gar nicht mehr rot. Nur noch gar nicht mehr rot. So, der letzte. Dann haben wir die doofen Apfeldiebe besiegt. Und dann schauen wir mal, hier sind so viele Quests, die ich machen kann, habe ich gerade gesehen. Was wir dann als nächstes tun. Juhu, die Apfeldiebe. So, nehmen wir mal einen Mana-Trank. Zack. Und, ja, ich weiß, ich habe mein Häuschen, das weiß ich. Weiter, hier unten ist die 7. Wer ist das denn? Unbekannter Dunkelelf, okay. Wow. Hier kann ich ja direkt alles machen, ey. Da ist die 7. Dann renne ich mal zu 7. Wieso denn jetzt da lang? Nee, stopp, 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 stopp. Ich gehe hier einfach weiter runter. Das will aber auch manchmal mich richtig ärgern, ne? Ich gehe jetzt einfach hier weiter runter. Was soll denn das? Warum denn einmal außen rum? Blödsinn. Blödsinn. Der Eber. Da steht der Eber. Und die Schildi. Die tun mir ja jetzt nichts mehr, ne? Ja, und wenn nicht, einmal Fiu und dann Fiu. Ja, Schildi könnte noch angreifen, glaube ich. Aber tut sie nicht. Die will. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Eine Schatzkiste. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Was kriegen wir jetzt da Schönes raus? Komm, 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 komm. Oh! Geil, Rückkehrschriftrolle der Eldarin, Kupferbarren, Kupfererz, Topaz, Seelenruhe, was ist das denn alles Geiles hier, ey? Rückkehrschriftrolle, sandige Hügel, boah geil, die Schatztruhe, Kupfererz minderwertig. Gut, noch einmal gucken. Ah, ich gehe jetzt einmal hier unten rum. Warte mal, warte mal, ich jetzt da weiterlaufe, genau, ich gehe jetzt einfach unten rum einmal. So, das kann ich wieder zumachen. Soll ich die Kräuter eben mitnehmen hier? Komm. Gibt bestimmt irgendwann mal wieder jemanden, der die braucht. Und hier ist es auch gerade nicht so gefährlich. Nein, Schildi, du lässt mich in Ruhe. Ich muss dich dann leider töten. Eber, 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 Eber. Die habe ich doch. Die Schatztruhe war geil jetzt, oder? Richtig cool. So. Rattenkämpf. Elite-Monster! Soll ich den versuchen? Ich versuch den. Versuch den. Komm. Scheißegal. Ich mein. Ey, hallo, bleib. Und wegrennen! 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 Und 4. Und 5. Und 2. Und 4. Die Hälfte habe ich schon. Die Hälfte habe ich schon. Ah, wenn mich jetzt die Eber hier nicht auch noch.
Ah, in Game, also im Kampf, kann ich das nicht machen. Okay, gut zu wissen. Und wieder wegrennen und wieder wegrennen. Aua. Und die zwei. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und die drei und die vier und die fünf. Ich hab ihn. Ich hab den Elite-Monster getötet. Geil, aber sowas kann auch, glaube ich, nur ein Magier, ey. Weil der so von so weit schießen kann und so. Ja, weiß ich nicht. Richtig geil, oder? Also der war ja ein Level höher als wir. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt gemacht haben, ey. Einfach weggerannt immer wieder. Ja, nicht stehen bleiben. Wegen dem blöden Cooldown, ne? Also so ein, irgendjemand, der so im Nahkampf ist, der hat es schon einfacher. So, guck mal, jetzt haben wir hier den Rattenmensch noch. Das ist, trifft sich ja richtig gut. Wir können ja hier richtig geil questen. Und zack, den brauchen wir nur zweimal treffen. Ey, die haben auch Kupferbarren. Gibt's ja gar nicht. Richtig cool. Gib mir Kupferbarren. Zack. Hey, scheiße. So. Okay, wer ist das? Du bist auch ein Rattenmensch. Okay, dann können wir mit 2 und 3. Bäm. Zack. Gib mir Kupferbarren. Lebenstrank. Ich hätte gerne noch ein paar Kupferbarren. Kupferbarren. Oh, eine Karte. Eine Karte. Ja, ich liebe Karten. Ich weiß auch nicht. Ich bin sowieso der typische Sammler. Er trainiert jeden Tag, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Eine C-Karte. Natürlich möchte ich die registrieren. Ich bin ja Sammler. Jäger und Sammler. Aber jetzt möchte ich erstmal einen Heiltrank nehmen. Und wir sind schon bald fertig hier mit den Dingern. Wahnsinn. Ich bin zu jung, um zu sterben. Ich doch auch, ich doch auch. Ja, sandige Hügel. Geilo. Und der 18. Okay. Bumm. Nummer 18 ist gerade eben gestorben. Da ist Nummer 19. Die 2 und die 5. Zack. Da geht ja super schnell jetzt hier, ne? Und immer das ganze Rützel schön aufsammeln. Vielleicht brauchen das... Oh, Inventar ist voll. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die Fähigkeiten. Schauen wir mal, was wir hier... Schriftrollenproduktion. Mal gucken, was wir... Ach so, ich brauche hier so einen. Okay, da auch, da auch. Okay, Schriftrollen können wir uns können wir knicken. Dann gucke ich mal Trankproduktion. Guck mal, da können wir zum Beispiel den Lebenstrank. Aber ich mache lieber Mana-Tränke. Geht aber leider nicht. Gegen Giftier. Egal, dann stellen wir die her. 7 Stück. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Platz weg. Weil die Tränke, die haben wir ja eh im Inventar. So, immer schön herstellen. Guck mal, wir sind schon bei 40 jetzt. Und ich glaube, ab 200 oder 150 konnten wir schon wieder was Neues erwerben. Das ist natürlich geil. Also immer schön alles wegschmieden, hätte ich beinahe gesagt. So, das war's. Da können wir das aufnehmen jetzt. Zaubergegenstand SP senken der Jäger. Ja, irgendwann muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt... Warte mal. Nee, ging nicht, genau. Wozu ist das denn da, hier, diese blöde Anleitung? Weiß auch nicht. Weisheit. Na gut. Einen haben wir noch, ne? Brauchen wir noch einen? Ja, einen Rattenmenschen. Wollen wir den mal eben killen. So, zack. Dann haben wir das auch geschafft. Beide Quests erledigt. Die nächste ist direkt hier. Gelangweilter Eber. Ah, okay. Der müsste ja dann hier irgendwo stehen, ne? Ja. Ich schau mal, wo der ist. Der gelangweilte Eber. Sieht ja auch geil aus hier, ey. Oh, wer bist du? Verzauberungsmeister. Hallo, hallo. Hier sind Kräuter. Die schnapp ich mir. Komm. Bau hat... Achso, wollte gerade sagen, nicht mir bitte. Bow of Death. Ah, oh, Bow of Death.
Nicht schlecht. Hat den Heiratsantrag von Zuckermaus-Fini angenommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. So, den Pilz, den nehme ich mir auch noch mit. Kein Ziel. So, Pilz. See, ach ja, guck mal, den Seepilz, den braucht hier sowieso. 3 von 1. Weiter, wer ist das denn? Turm von Isel. Okay. Da gehen wir mal rein. Schau ich mal. Ah, das Levellimit für diese Gegend ist 20 bis 70. Okay, dann war der auf jeden Fall sehr groß. Aber wo ist denn der Eber? Der Eber muss doch hier irgendwo sein dann. Vielleicht war der tot gerade oder so. Oder vielleicht hier auf dem Berg. Da kann ich ja hoch. Nee, bis dahin und nicht weiter. Okay. Da ist aber die... Ah, die... Okay. Nee, da kann ich leider nicht rein. Da kann ich erst ab 20 rein. Nee, da komme ich nicht rein. Okay. Na gut, dann kann ich den gelangweilten Eber leider noch nicht machen. Dann gehe ich mal zu 4. Unterwegs nach Holz. Genau, Holz brauche ich ja auch. Schaue ich mal, wo das Holz hier überall ist. Ach, guck mal einer an. Eber, Eber. Ich mach die mal. Ist der das? Rattenkämpfer. Ne? Rattenmensch, Rattenkämpfer. Das ist doch der, dieses Elite-Monster. Ja. Ja. Okay, scheinbar bin ich in Fiesta. Ja, und mitten in der Aufnahme. Cool, scheinbar kennen mich doch so ein paar Leute hier in Fiesta. Nice. Weißt du, wo der Eber ist? Ist der nur in diesem Turm? wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dem... Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem hier, oder was? Nee, brauche ihn gerade selbst. Okay, mal suchen. Nee, der steht manchmal da vorn. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder auf dem Ted raus? Scheiße. Okay, so, ne? Genau. So. Okay, dann schauen wir mal. Manchmal steht der vorn, manchmal nicht. Alles klar. Dann sammle ich mal erstmal die Kräuter hier ein. So. Aber woher kennt ihr mich denn? So berühmt bin ich doch noch gar nicht. Yep, ist mein einziger. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier mit dir reden, du. Stopp, ich muss den anflüstern. Hallo, stopp. Bleib stehen. Ich bin voll der Noob, bleib stehen. Ach so, muss halt erst wieder öffnen, oder? Ja. Spieler anflüstern. Ja, ist mein einziger. Naja, wir müssen ja sowieso hier auf den Typen hier warten, denke ich mal. Oh. Ah ja. Wo ist denn der Eber? Wo ist denn der Eber? Komm, wir killen mal so lange dann hier so ein Ding. So, ich mache jetzt eine Gruppe mit NickXXXXX. Und wir suchen den Eber jetzt. Komm, wir killen den mal kurz hier. Woo!
cool.